Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars. Und ihr merkt schon, im Hintergrund Musik. Ich habe jetzt mal Musik im Hintergrund. Ich hoffe, euch gefällt es. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es besser findet, mit oder ohne Musik. Weil wenn ich da nicht rede, könnt ihr wenigstens der Musik zuhören. Und ich habe mir so nicht gecopyrighte Musik geholt. Ich hoffe, es wird mich nicht zu sehr stören. Okay. Zum Beispiel während des Fastbridgen könnt ihr jetzt so da. Wow. Hey, wenigstens habe ich da noch einen Block platziert. Oh ne, da kämpft keiner. Oh ne. Ich wollte das nicht. Jedenfalls, es gibt ein paar Themen, über die ich reden will. Wieso? Also, ich habe ein neues Projekt, ihr merkt es, da habe ich nicht darüber geredet, wieso ich jetzt nicht so lange keine Videos mehr kam. Es lag einfach daran, mein Laptop war in Reparatur. Er war halt jetzt nicht der Schrott, aber graben lässt, muss fällt ein bisschen runter. Jedenfalls mein Laptop war in Reparatur, ihr habt auch gemerkt, meine Sneak-Taste habe ich auch drüber sehr oft gelästert, dass die jetzt so richtig genervt hat. Natürlich hat er die jetzt auch repariert, das heißt, ich kann Fastbridge lernen. Also ich habe es ja wie gesagt schon halbwegs gelernt, zwar noch nicht perfekt, aber ich kann zwar nicht sehr gut, aber es reicht fürs Erste. Ihr könnt ja mal sagen, ob ich Fastbridge besser lernen soll. Ich lerne es aber auch noch, keine Sorge. Durch automatisch durch Bed Wars spielen. Och, nee, sag nicht. Nee. Oh, die sind ja schlimmer als ich. Ich bin schon ein schlimmer Bo-Spammer. What the fuck? Hat er sich auf einmal umgedreht? Oh. Ja, ich sehe schon, das meiste Problem wird Grün machen. Vielleicht sollte ich so schreiben, alle gegen Grün. Weil, komm schon, das ist echt mies. Da gibt es aber auch gar keinen ehrlichen Spieler dort. In den Kommentaren schreiben, bevor ich es zu spät merke, dass diese nicht, dass die jetzt, dass sie sonst Copyright bekommen. Schreibt mal in die Kommentare, ob das wirklich nicht copyrighted Musik ist. Das Bett. Pass auf. Hab's. Also hab ihn. Ist das nicht von, wie heißt es nochmal? Geometry Dash? Warte hier ein bisschen, derzeit könnte meine, weil ich kriege jetzt dann Panik, dass ich hier die ganze Zeit da oben bin und unser Team kann jetzt so richtig viele Bögen und richtig viel Gold verzweigen. Aha. Thank you.
1, 2, wo ist der dritte von Gelb? Fuck. Ich bin von Team Rot, du Vollidiot. Locken wir sie raus. Fuck. Gut, wir haben sie gerade ein bisschen. Schade, tut mir leid, aber ich muss mich einfach konzentrieren. Es ist, finde ich, fast unmöglich, gleichzeitig zu spielen und sich konzentrieren. Oh, das ist so schwer. Zack, zack. Damit mein Teampartner erkennt, dass ich Team Rot bin, habe ich hier. Ich hab gerade gedacht, jemand kommt zu uns. Na dann. Oh, grün hat einen Weg. Oder sind blau die schlimm? Ah ne, blau war doch ein Weg. Okay, ich hab gedacht, grün wäre schlimm. Nein, die sind doch schlimm. Grün ist doch schlimm. Ich hab mich darum entschieden. Grün ist doch schlimm. Schade. Schade, schade, schade. Oh. Mann. Wir haben einen Weg zu Team Green. Wahrscheinlich können die nichts außer Wolf spammen. Ich versuche mir jetzt ein bisschen. Damit ich gegen Grün ankomme, brauche ich einen Bogen. Und Gelb nervt mich langsam auch. Aber ich versuche ohne Bow zu spammen. What the fuck, was war das? Hat die noch Knockback? Ich hab sie gerade mit einem Knockback-Stick geschlagen. Ich hätte schwören können, ich hab sie mit einem Knockback-Stick geschlagen. Ich hätte schwören können, die hätte mit einem Knockback-Stick geschlagen. Die hat glaube ich nur Knockback, aber ich bin nicht sicher. Ich glaube, die hat nur Knockback. Oh nein.
Oh Gott. Da brauche ich einen Bogen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie nur Knockback. Ich teste noch mal aus. Ich werde es jetzt herausfinden. Wenn sie nur Knockback habe, benutze ich Bogen. Wenn sie keine nur Knockback habe, benutze ich keinen Bogen. So, perfekt. Das dürfte fürs erste reichen. So, ich finde heraus, ob die jetzt nur Knockback hat. Finde ich heraus, ob die nur Knockback hat. Wenn die nur Knockback habe, wie gesagt, hole ich mit 13 auf den Bogen und dann spam ich sie so lange, bis sie sich wünscht, sie wäre nie geboren. Ich hol schon mal ein bisschen Gold von der Mitte. Ich weiß, ich werde sterben und habe viel Gold im Inventar. Wieso, weiß ich auch nicht. Gehen wir darauf. Hab ihn. Der hatte auf jeden Fall Knockback. Hatte auf jeden Fall keinen Kanonen-Knockback. Fuck. Oh. Oh Gott, das endet nicht gut. Boom. Tja, Spleef, noch nie was davon gehört. Wo sind meine Teampartner? Hallo. Wow. Gehen langsam die Pfeile. Ich rede von die Blöcke aus. Scheint hatte ich zu wenig Blöcke. Tja, jetzt weiß ich, woran es gelegen hat. Nehme ich auf jeden Fall genug Blöcke mit. Ich konnte aber noch nicht austesten, ob sie nur noch Back hat oder nicht. Oh Gott. Oh, danke. Das war jedenfalls ein Teepacker von mir. Das hat Grün verdient. So Bowspam. So eine Bowspammer-Base errichten will. Der verdient es auch nicht anders. Soll ich auf 13er Bogen sparen? Ich weiß, ich will ja eigentlich Bowspam. Ich weiß nicht. Es ist ernst nicht. Ihr könnt jetzt nicht entscheiden, weil wenn ich dieses Video hochlade, ist es schon längst vorbei, diese Runde. Verkaufte Lederhose. Jetzt brauche ich nur noch 7 Eisen und das wird eine Weile lang dauern. Ne, ich spare mein Gold, dann kann ich mir vielleicht später noch ein Eisenschwert holen. Egal. Das kann aber eine Weile lang dauern, sag ich dazu. Jedenfalls, wie findet ihr die Hintergrundmusik? Ich habe jetzt einfach nur so im Internet nach No Copyright Musik gegoogelt. Da kam so ein komischer, da kam ein YouTuber. Gibt's einen YouTuber, der es so heißt. Und den habe ich dann mal genommen. Ich brauche jedenfalls noch 3. Weil ich möchte diese, wie heißt nochmal, diese Schuhe haben. Ich hätte gerne noch Eisenschwert, aber ich finde, das hat mir schon mal ein Cobweb. Cobwebs. Nicht Cobwebs, sondern Cobwebs. Ach Gott.
komplett für dieses erste Reich ein paar Glück. Man braucht immer genug Glück und man kann sich nie vorsichtig genug damit blöcken. Besser zu viel als zu weniger. Ah, perfekt. Haben wir nicht das Gold. Komm schon. Letzte. Zack. Aber diese Nachteile von diesen Goldschuhen, die gehen schnell kaputt. Wie normalerweise Goldstiefel. Vielleicht sollten die vielleicht halt auch kein 3 drauf tun. Wäre vielleicht praktischer. Komm schon. Geld. Kennt jemand Mr. Krabs aus SpongeBob? Geld. Spaß. Okay, ich glaube, ich sollte näher an mein Mikro angehen. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Audio-Tipp bisher war. Wie die Audio bisher war, aber dürfte jetzt nicht so extrem leiser gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Ich mach mal noch näher. Ich hoffe, euch fallen jetzt nicht die Ohren ab. Zack und zack. Brauche ich nicht. So. Das Dumme ist, wenn du oben bist, hast du den Vorteil, dass du treffen kannst. Die unteren können nach einer bestimmten Weile nicht treffen. Du, wenn du da oben bist, kannst treffen. Aus einer bestimmten, zwar auch einer bestimmten Entfernung, aber die unteren versuchen ja dich zu töten. Ich weiß nicht, was schneller ist. Ist mir aber auch egal. Deswegen hätte ich mir Rettungsplatte holen sollen. Was weiß ich. Gäbe es nur noch 2 Leute. Och nee. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Hey. Ja, komm. Schieß mich von hinten ab. Die haben einfach den Weg abgebaut. Wie assi kann man da. Achso. Wollte ja nicht das. Danke. Achso, klar. Zweierbogen machen, dann mache ich meine Chest. Wie auch immer ihn braucht. Ich kann sich ihn holen. Ich brauche ihn nicht mehr, außer ich war jetzt halt runter. Ey, ich habe hier sogar ein Gold für denjenigen, der sich den holt. Sag ich doch, lieber zu viel als zu wenig. Aber ich hatte zu wenig, weil ich rein theoretisch nicht konnte. Davon rede ich. Man kann nie genug Blöcke haben. Aber ich wusste auch nicht, dass ich so eine Base erstelle. Ich wollte eigentlich nur zu Geld. Yo, wie der sich direkt den Bogen snackt. Ich wusste, dass er in 3 Sekunden weg ist, aber... So schnell, also dass er schnell weg ist. Aber dass er so schnell weg ist, weil er höchstens 3 Sekunden eine Pause gehabt. So, ich hole mir gleich eine Enderperle und pot mich einfach rüber. Aber erstmal werde ich hier ein bisschen... Upsala. Hier für uns, damit wir hier nicht halb tot hier ankommen. Tschüss.
Ja, verreckt. Schnell, schnell, bau, schnell, bau. Oh Gott, tut mir leid, da muss ich mich kurz konzentrieren. Bossmann ist nämlich nicht leicht. Sieht zwar leicht aus, ist es aber nicht. Fuck, ich hab keinen Warp Powder. Fuck. Oh Gott. Oh, jetzt schnell nach Hause. Unser Base ist zwar ein bisschen verbaut, aber tja, dagegen kann man nichts machen. So. Oh, danke. Zack. Zack. Essen. Ich wollte ihm noch einen Warpowder holen, aber der hat alles Eisen genommen. Oh, wer auch immer das ist. Vielen Dank. Springe ich nicht ins Cobweb? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ein Gerber liegt nur noch. Wo ist der? Ich frag mich wohl, welchen er gekillt hat. Ah, ich glaube, ich weiß. Stimmt, da. Oh, da ist schon einer. Ja, gut. Das habe ich nicht gerechnet. Der hat sich doch nicht zu uns irgendwie hingegangen. Der hat sich doch nicht zum Drachen gebaut, das war doch einer von uns. Er hatte sie eine Enderperle. Aber ich bezweifle es, aber hier ist sie nirgends. Vielleicht hat sie sich doch dahin. Da guckt schon einer nach. Stimmt, Sophia ist. Hab sie, wo ist sie? Wasserfall.
Easy. Mann. Okay, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und die Hintergrundmusik auch. Also, das war Hintergrund. Seit langem kam halt kein Bad Wars bei meinem Laptop in Reparatur. Ich war auch auf einer Hochzeit, da habe ich jemanden kennengelernt, mit dem wird ihr früher oder noch genug noch kennenlernen bei einem Video. Dann sehen wir uns. Tschüss.